Video. Wenn ihr seht, sitze ich wieder mal auf meinem Bett. Ich ziehe ihn komplett anders aus, weil ich hier eine Bandana an. Hoodie? Okay, obwohl das sehr normal bei mir ist, wenn man aktiv auf Instagram ist und so. Aber ja, auf jeden Fall ist das nicht das Thema von heute. Denn ich zeige euch heute meine Sachen, zeigen, was ich so zum Filmen, zum Bearbeiten und was ich eigentlich alles so für Equipment habe, für die Sachen hier zum Video machen und so weiter. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Video. Also als erstes kann ich jetzt das als Gegenstand nicht zeigen, weil ich mit dieser Kamera filme. Und zwar blende ich euch ein kleines Video ein, wie die Kamera aussieht, wie groß sie in etwa ist. Und ja, ihr seht, sie ist recht klein und sie hat trotzdem eine sehr gute Qualität. Und ja, es macht einfach extrem Spaß, mit der zu filmen. Sie ist nicht meine erste Kamera gesehen, die ich jetzt hier habe. Und zwar eine andere vorher schon gehabt, aber die kommt dann später. Die Kamera heißt Canon EOS M50. Als ich sie bekommen habe, habe ich so extrem Freude gehabt, dass wir einfach dran gekommen sind. Im Dezember 2018 habe ich die wundervolle Kamera bekommen. Und zwar in diesem Zeitpunkt habe ich schon irgendwie immer im Kopf gehabt, ich würde die Kamera bekommen. Bin mir aber unsicher gewesen und so. Und dann bin ich einfach emotional geworden. Sehr wahrscheinlich auch, weil ich auch gerade Stimmungsschwankungen und so hatte. Das kann sehr gut sein. Und das hat halt noch ein bisschen mehr aufgepusht, meine Gefühle und so. Dann habe ich halt das große Paket gesehen. Und dann haben halt meine Großeltern so gesagt, ey, hol mal ein Päckchen für dich. Ich habe immer die anderen Geschenke halt geholt. Und ja, dann hat sie das gesagt und ich fange einfach komplett an zu heulen und so. Ich habe meine Gefühle komplett in den Griff gehabt. Weil ich an das zurückdenke, bekomme ich selber auch wieder gerade Tränen. Also ein schöner Moment gesehen. Dann würde ich mal zu der nächsten Kamera kommen. Also, die kennen da eigentlich schon. Mit dieser Kamera hat eigentlich alles angefangen. Also, sie ist meine erste Kamera gesehen. Jetzt ist sie leider recht kaputt. Und eben, wenn ich halt hier aufmache, ich glaube, ihr habt es auch im einen Vlog mitbekommen, wo ich in Grächen gesehen habe, also der dreitägige Vlog. Du bist auch sehr gerne verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und zwar, ich sehe es auch gerade. Seht ihr? Es ist kaputt. Und das regt mich sehr an der Kamera auf. Aber mit der kann ich sehr nice Großumfragen machen, weil die kann ich als Mikrofon einfach so benutzen. Und ich kann dann sozusagen das Gesicht filmen und den Filmen, dann merke ich auch wegen der Stimme und so, dies, das. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das meine erste Kamera gewesen. Die habe ich, glaube ich, 2016 im Dezember bekommen. Mit dieser Kamera habe ich angefangen und habe mich auch wieder getraut, mal YouTube anzufangen. Dann kommen wir zu der nächsten Kamera. Und zwar habe ich hier GoPro Hero 8. Die solltet ihr kennen, eigentlich, weil oft erwähnt kann, wahrscheinlich in meinen Vlogs bei den Weihnachten, weil ich mir die Wünsche hatte. Und sie macht wirklich richtig gute Videos. Die Qualität vom Ton ist mega gut, Stabilität ist mega gut, also es macht eine schöne langsame Bewegung, dass sie nicht so umeinander rattelt. Und sie ist generell ist sie mega cool und man kann sie einfach sehr gut anwenden. Und dazu habe ich mehr, also ich habe schon mal eine GoPro gehabt, und zwar die Hero 5, die ich halt von meinem Ex bekommen habe, aber jetzt nicht mehr zurück gehabt, also einfach gehen. Und dann habe ich halt die bekommen, eine bessere. Und zwar habe ich mir hier so eine Weste, die habt ihr auch schon gesehen, als ich im Tessin war mit dem Wakeboard. Und ja, das heisst, ich kann die einfach so benutzen. Ich mache die mal hier an. Also die ist ja dann so drauf jetzt, die neue. Und die habe ich dann so hier angehabt. Und ja, und so ein Set, das ich GoPro bekommen habe, habe ich dann noch so ein Kopfding. Also das kann ich dann auf den Kopf drauf machen und das jetzt eigentlich eben. Ich habe es bis jetzt noch nie probiert, weil ich einfach Angst habe, dass es irgendwie weggeht. Aber jo. Auf jeden Fall kann man den GoPro auch drauf machen. Also ich habe sehr viel, was ich probieren kann. Wegen, wo ich sie drauf machen kann. Und wie ich wahrscheinlich auch schon im Video mitbekommen habe, habe ich hier noch so ein Stativ für die GoPro. Also die GoPro plus das kleine Stativ. Und da sind alles in einem Paket gesehen. Dann habe ich noch für die Kamera, habe ich dann noch ein zweites
Objektiv. Und zwar 55 zu 200 mm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal euch gezeigt. Und das kann man halt wirklich weit rausfahren. So. Da habe ich auch schon verschiedene Aufnahmen vom Mond gemacht. Also hier. Ich bin vom Mond, dann habe ich generell einfach so Verblümchen einfach so nahe gemacht und so. Dann kann man so sagen, was man nach dem Filmen macht. Und zwar kommt so das Bearbeiten und so. Ich bearbeite mit meinem MacBook Pro, ich glaube 13 Zoll, wenn ich meine Tisch. Also, ich sollte euch den schon kennen. Er ist wirklich gut. Einfach so ein bisschen zu wenig Gigabyte hat, muss ich sagen. Also der Speicher ist halt wirklich minim, wenn ich meine Videos drauflade. Darum habe ich mir so eine, was ist das? Habe ich mir so etwas geholt. Also das ist so klein und es ist wirklich mega leicht. Also wenn man das Kabel wegnimmt, es ist wirklich, wirklich mega leicht. Obwohl man ab und zu denkt, dass es mega schwer ist. Aber nein, es nicht. Und das hat eben 500 GB. Und da lade ich auch meine Videos eben drauf. Es ist einfach so, dass ich, sobald ich dann fertig bin mit dem Bearbeiten, dass ich das dann da oben mache und dann gerade auf YouTube gehe und das von dort an kann aufladen. Und dass ich es nicht da muss haben. Weil irgendwie ist es dumm, wenn man es dann muss löschen muss. Weil kann es dann wieder auch Erinnerungen, die man möchte nicht sozusagen wie zerstören. Aber ja. Und dann Kunst zum Bearbeiten. Also, ich benutze iMovie. Oh mein Gott, ich benutze iMovie, wo man eigentlich nicht würde so denken. Obwohl meine Videos sind nicht so professionell gestaltet, aber trotzdem. Und ich bin eigentlich zufrieden mit iMovie. Einfach, ich finde es doof, dass man nicht irgendwie einfach in einem Video einfach einen Text einfügen kann. Einfach so, sondern es geht halt immer so einen Übergang, bis ein Text kommt und dann geht er wieder weg. Und das heißt, kann ich irgendwie für ein paar Sekunden einfach zum Beispiel da oben einen Text einfügen oder dort oder so schreiben. Und so, wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach schade bei iMovie, dass ich das jetzt so mache. Weil es ist wirklich eine tolle App zum Bearbeiten und mir versteht es auch sehr einfach. Also sehr einfach zu machen. Nach einer Zeit bekommt man auch wieder neue Tricks dazu, wie man es machen könnte so und dies, das. Aber trotzdem wünsche ich mir ab und zu wirklich so zum Beispiel Final Cut Pro oder irgendein anderes, aber die kosten halt und auf das nicht gelöst. Schwierige Angelegenheit. Das waren sozusagen meine Sachen, die ich hier zum Filmen und so brauche. Einfach, wo ich habe. Also, fragt, mit was ich Bilder mache. Also, ab und zu mache ich mit dieser Kamera Bilder. Aber ab und zu auch mit dem Handy. Das ist Samsung S9. Ich wünsche mir eigentlich gerne ein neues, weil Speicherplatz ist immer extrem gefüllt, weil ich nur 64 GB habe. Ist nicht so eine nice Angelegenheit, aber egal. Auf jeden Fall ich mache ich ja mit dem sehr gerne Bilder. Und beim Bearbeiten habe ich mal oft bei Lightroom bearbeitet. Dann habe ich aber bei der Kamera-Galerie-App selber probiert oder gemacht, wo auch sehr schöne Ergebnisse rausgekommen sind. Und jetzt habe ich mal mehr, ich weiß nicht, Visco heißt das? Also das VSKO da, das Ende da. Habe ich mir heute Abend geladen und probiere mal so mit dem zu bearbeiten. Ja, mit dem tue ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr bearbeiten und so. Also, falls du irgendwie mal gerne Lust hast, YouTube zu machen und du einfach irgendwie etwas so hast, ein Handy wird eigentlich auch komplett lange und mit iMovie, einfach das bei iMovie vom Laptop und vom Handy selber schon einen Unterschied machen, kann man auch gut anfangen und das ist eigentlich komplett easy. Aber das wären so mal meine Sachen, die ich hier habe. Eigentlich habe ich auch noch vor, so zwei Softboxen zu holen. Damit ich nicht nur das Licht von dort oben muss benutzen muss. Oder wenn es gerade gutes Wetter ist, das Licht von dort, obwohl das auch sehr oft ein gutes Licht macht. Aber ich muss es mit dem leben. So. Also dann würde ich sagen, dann beende ich mal das Video. Da sind meine sozialen Medien eingeblendet. Im Outro wird es genauso sein. Und in der Infobox wird wie gesagt alles verlinkt. Sie können das eine oder das andere vielleicht kaufen. Und nein, ich mache da keine Werbung und bekomme auch kein Geld dafür. Das bekomme ich leider noch nicht. Sad moment. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und abonniert sehr gerne den Kanal. Und schaltet auch ganz Glocken an, damit ihr keine Videos verpasst. Und
Geh doch gerne mal in der Insta-Story mal ein bisschen so vorbei. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!